Ach, servus bei Devil's Place TV hier aus München. Euer Olli, kleine Schläfchen hier beim No Comment Festival. Oh. Aber jetzt mit der nächsten Band wird es natürlich nicht so langweilig wie ich jetzt, weil jetzt geht's richtig ab, jetzt wird gekrölt ohne Ende und ich kann mir den Namen einfach nicht merken. Ich gehe jetzt mit meinem Kameramann, der hat ein cooles T-Shirt an. Moment, jetzt kommt Terratology. Ja, hier bin ich, danke. Hier, aber übrigens, alle Folgen hier auch aus München bei www.devils-place.com. Schöner Gruß an die Devil's Place Crew, hier 500 Kilometer weiter weg aus dem üblichen Standort. Bis gleich mit Terratology. Ciao. So, ich bin jetzt hier mit Terratology. Servus Jungs und ein Mädel sogar da hinten. Aber stellt euch erstmal mal selber vor. Ja, ich bin der Momo, ich bin der Drummer. Genau. Ich bin der Giulio, ich bin der Sänger. Ich bin der Chris und ich bin der Bassist. Und ich bin der Fabi, ich bin der Gitarrist. Ich bin die Vera, ich bin Groupie und halt mehr oder weniger Fotograf für die Band. Groupie finde ich immer cool. Gut, dass ich keine Band habe. Mit wem spreche ich von euch? Gerade mit dir? Mit mir? Ich kann auch hinten reinkommen, mir ist egal. Mit wem? Mit euch allen. Komm, ich hucke mich auf meinen Platz. Genau. Kann machen, man kann ruhig ein bisschen näher kommen, habe ich nichts dagegen. Wenn er nicht gerade mein Equipment kaputt macht, aber sonst geht's. Nein, also seit wann gibt es euch denn schon? Ja, 3 Jahre jetzt circa. Okay, was war denn bisher so der größte Auftritt? Der hier im Prinzip. Der hier? Also von, wenn man jetzt die Bühnengröße betrachtet, dann auf jeden Fall schon. Okay, war auf jeden Fall ein sehr cooler Auftritt. Wie gesagt, es ist ja nicht direkt meine Musik, aber es ist, ihr seid nicht die erste Band, wo ich mit so einer Musik gesehen habe. Was für Musik ist es denn? Ja. Soll ich die Frage beantworten? Also es ist im Prinzip, ja, wir haben es Negacore geschimpft ebenso und True Bavarian Negacore. Und ja, es ist im Prinzip unser eigener Stil, also da wir auch alle vier relativ verschiedene Sachen doch hauptsächlich hören, fließt da viel mit ein, also viel aus dem Extrem-Metal-Bereich halt, fast alles. Okay, also meistens werde ich immer für diese Frage gesteinigt, aber woher kommt der Bandname? Ja, also die Geschichte des Bandnamens ist sehr lustig. Und zwar, wir haben ewig einen gehabt und dann haben wir rausgefunden, dass es den schon gibt. Wer wäre? Slipknot. Nein. Wir hießen Miasma. Jasma? Miasma. Ja, könnte ich nicht weiß auch nicht. Miasma, genau. Und ja, das ist so irgendeine Elektrogruppe irgendwie, die nennen sich so. Keine Ahnung, ist ja egal. Auf jeden Fall, und dann hatten wir sämtliche Versuche gestartet und dann irgendwann sind wir über eine Freundin, die ist auf den Namen gekommen und ja, wir haben den Vorschlag dann angenommen. Okay, also bei uns im Saarland gibt es ja, wie ich finde, die Band mit dem coolsten und schrägsten Namen der Welt. Ich hoffe mal, dass sie nach Bayern zu euch mal kommen. Die heißen NS Full of Love. Die sind nicht schwul, möchte ich dazu sagen. Kein einziger, sie sind super cool drauf. Müsst ihr mal schauen, super geile Folge. Okay, aber komm, bevor wir jetzt weiterreden, schauen wir euch einfach mal einen Auftritt von euch an. Ne? Mal so ein bisschen, wer schreit denn von euch da eigentlich immer? Bist du? Das bin ich. Du bist das, wo sie da reinkrölt, ey. Hammer. Geil, kannst du das mal so hier live machen? Eigentlich nicht. Jetzt mach's halt. Jetzt so nass, wenn du mal zum Strauß gehst. Okay. Aber leise. Ist okay. Ja, ich glaube, es kommt sehr laut. Willkommen bei Schweine im Weltall. Nein, Quatsch, Entschuldigung, nein, natürlich nicht. Okay, also wir hören das Lied jetzt von euch und bis gleich. We'll be right back.
so, das, Krölmusik, Gitarrenriffs ohne Ende. Und wer ist der Drummer noch? Drummer, du, also wie kriegt man das eigentlich so mit so diese Double Bass hin? Also das ist doch sau schwer, oder? Übung. Übung, weil das hört man, glaube ich. Also ich habe am. Sagt auch jeder, aber es ist wirklich einfach nur Übung. Mehr. Also ich habe am Mischpult gestanden, ich habe die Vibrationen hinter mir an der Wand gespürt. Und das, geil, also Vibrator ist Scheißdreck, Beate Use, da, hier, Vorbild, ne? Ja. Der Dildo Mo, ab Montag bei beateuse.de. Nein, Quatsch. Nee, was ist denn so die Zukunftspläne für die Band? Was habt ihr noch vor? Wollt ihr mal richtig rauskommen mit der Musik oder ist es einfach nur just for fun? Weil es Spaß macht. Ja, willst du? Gerne. Also normalerweise beides. Also wir machen das größtenteils just for fun, aber wir können uns auch was Größeres darunter vorstellen. Okay. Ja, ich denke mal so, jetzt zu erwarten, dass man richtig groß rauskommt, ist relativ unwahrscheinlich. Und deswegen, wir machen uns jetzt keine großen Hoffnungen, groß rauszukommen, aber es wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Okay. Eine Frage, wo ich ganz am Anfang vergessen habe zu fragen, kommt ihr direkt aus München oder von weiter her? Also... Größtenteils aus Germering eben. Wo liegt das? Also du musst bedenken, du redest hier mit einem Saarländer, ne? Also so ein halber Franzose von da drüben, ne? Also ja, also Kreis Fürstenfeldbruck, 20 Kilometer entfernt. Das kenne ich. Genau. Fürstenfeldbruck, mein Navi hat mich, ich war mal in München, mein Navi hat mich dann über eine Umleitung geleitet, weil da irgendwo Stau war, keine Ahnung, bei Augsburg. Und da bin ich komplett durch Fürstenfeldbruck durchgefahren. Schöner Ort auf jeden Fall, aber kennt kein Schwein, komischerweise. Und da gibt es auch ein berühmtes Lied, gell? Ach, das ist was anderes. Entschuldigung, mein Fehler. Okay, wo kann man denn eure Musik hören oder mit euch in Kontakt treten, wenn man euch mal buchen will oder so? Also es gibt ja bestimmt eine Homepage oder eine MySpace-Seite. Der Mann in Rot. Der Fred Durst der Band. Ja, also hören noch im Moment noch gar nicht. Also wir nehmen jetzt demnächst auf, in den nächsten paar Monaten und dann halt auf unserer Homepage. Und buchen entweder über die MySpace-Homepage oder per E-Mail direkt an mich. Sag doch mal die Homepage. Was ist sie? MySpace. Also www.mysplash. MySplash. MySpace.com/negacore. Und hast gut überlegen müssen, ne? Ja. Der Gag an der Frage ist immer, das sage ich da bitte nie, das steht die ganze Zeit da unten, aber ist egal. Ich finde es immer schön, wenn sie überlegen müssen. Man muss sich jetzt ja auch auswendig kennen, ne? So, aber Jungs, wir machen jetzt noch ein kleines Spiel, nämlich Psycho-Rocker. Psycho-Rocker geht ganz einfach. Ich sage euch einen Begriff und ihr antwortet einfach, was euch drauf einfällt. Okay? Gut, Saarland. Komischer Dialekt. Erder. Ja, das stimmt. Ja, gut. Schwierig. Kleines Bundesland. Das ist gut. Was hast du gerade eben? Das fand ich cool. Du da. Ja, richtig. Wollte ich auch gerade sagen. Nein, du musst jetzt was anderes sagen. Spontan gibt's bei mir nicht. Okay, macht nichts. Nein, nein. Früher mal, wenn ich bitten darf. Da gehört ihr zu Österreich. Bäh. So. Nein, Quatsch. Und komm, Saarland. Titten. Gibt's dort auch, ja. Kann ich bestätigen. So, noch ein schöner Begriff. Fangen wir diesmal weiblich an, ne? Irgendwas Aktuelles, so aus Nachrichten, ne? Wie ach, von wem hat man schon ewig nichts mehr gehört? Das finde ich gut. Edmund Stoiber. Ja nun, steigen Sie in den Hauptbahnhof ein. Sehr gut. Weißbier. Muschi. 10 Minuten. Freibier für alle, der letzte teilt. Richtig. Nein. Helles. Helles, okay. Ottmann Stoiber fällt der Haufe Bier ein. Muschi. Ja? Ja gut, mit Edmund Stoiber habe ich ja nicht so viel zu tun, aber wenn wir bei Politik sind, kennt ihr eigentlich Peter Müller? Nö, oder? Kennt man den so in Bayern? Nö? Muss man auch nicht kennen, schöner großer Müller. Muss man nicht kennen, geh nur Karlsruhe, tschüss, geh Schachspiele. So, egal, das ist ein narrisches Insider. Noch einen Begriff machen wir. Was machen wir denn da? Ach komm, was Bayerisches, Fleischpflanzerl. Endgeil. Mittelscharfer Senf. Weißwurst. Weißwurst. Was? Mit Fleischfansal? Okay. Schmeckt sehr lecker. Okay. Frühstück. Frühstück. Ja, warum nicht? Fleischfansal ist übrigens bei uns im Saarland Frikadelle. Also bei uns gibt es keine Fleischfansal in diesem Ausdruck. Aber ich bringe euch jetzt noch was Saarländisches bei. Krumba Kieselcha. Das kannst du jetzt sagen. Krumba Kieselcha. Krumba Kieselcha.
Schön, ach, erotisch, ey. Sag das mal nochmal mit so einer Erotik in der Stimme. Krumba Kieselcha. Ich glaube, jeder Starkoch da draußen. Also ich weiß nicht, Bernd, du bist so richtig, ne, für alles geeignet irgendwie, ja, oder? Also, ne? Falls mich jemand haben will. Ja. Allrounder. Vella geht auch. Ich meine, coole Locken. Also so ist es nicht. Salinger Begriff, ist Frage. Wer kennt Dibbelabbes? Dibbelabbes. Nein. Ist was zu essen? Nein. Ihr kennt doch alle gar Raibadachi. Ja, ist aber bei uns so im großen Topf, wo man so rausscheppt und auf den Teller. Also mir Salat sind schon relativ eklig, muss man dazu sagen, okay? Wir kochen das, ja? Okay. Aber Jungs, Mädel natürlich, Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt. Ich wünsche euch noch viel Erfolg. Vielleicht sieht man sich ja mal im Saarland, wer weiß. Einfach mal ins Devil's Place kommen, einfach mal anfragen. Ich gebe euch nachher die Adresse. Okay? Alles klar. Vielen Dank. Das war Devil's Place TV. Bis zum nächsten Mal. Ciao.